Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Dings. Elden Ring. Da ist auch noch was hier im Sumpf. Bevor wir dahinter zum Riesen gehen, will ich mich erst hier nochmal ein bisschen umgucken. Da war dieses komische Ding. Ich erinnere mich, wir sind von da oben, sind wir mal rausgekommen. So schwierig, den immer zu erwischen. Ah, lass mal den nochmal da oben rumrennen und versuchen es dann. Ich glaube, er kommt hier runter, ne? Stand so perfekt. So, jetzt kann man hierher. Aber gleich nochmal. Wieder ein bisschen nach links hier, damit man da oben abfangen können. Oh, es ist schwierig. Also wir kamen da oben irgendwie raus. Erinnere ich mich, da war so ein Eingang in die Stadt. Hier kamen wir raus. Oder waren es Minen? Lass es Minen gewesen sein. Genau, die Kristalltunnel von Celia. Genau, die kennen wir ja schon. Asche eines verrotteten Hundes. Haltet bei der Hütte jenseits des Südtores an. Hier sind wir schon wieder in Celia, Stadt der Zauber. Wollen wir aber gar nicht hin. Aber gut. Das haben, aber... So. Ekelhafter Sumpf hier.
Die schauen ja riesig aus. Ich würde sagen, im Leben lässt er das doch einfach so mit sich machen, dass ich hier Sachen aufheben darf. Einfach so. Das hätten wir noch nie gehabt. Okay, was ist das hier? Normaler Schmiedestein. So, jetzt sind wir gleich einmal hier rum. Hat sich nicht mal so eine Laterne? Aha. Viel schöner. Giftige Asche, giftiger Nebel. So, jetzt wollen wir da mal zu diesem Baumdingens gehen. Dieses Geäst. Hier. Steht einer auf, okay. Oh, was ist da denn? Der Kommandant O'Neill. Oh, machst du viel Schaden.
jetzt aber. Da. Cheesy Mode. Cheesy. Aber wenn mich das Spiel das machen lässt, why not? Die Kommandantenstandarte. Eine reine Goldnadel. Um uns natürlich erstmal hinsetzen. Ja, wie sie heilen. Nicht ganz, aber wir haben bestimmt noch sowas. Ne, noch nicht ganz, ne? Sollte aber reichen. Genau. Schauen wir uns mal die Kommandantenstandarte an. Wo ist die denn? Da ist sie. Stärke 24. Dann könnte man sie sogar hernehmen. Aber hat halt keinen Bluten. Witzig. Das Moveset. Ist auf jeden Fall cool. Schaut mal an. Das ist gleich der nächste. Also ich... Kaelid ist einfach der Ort der Leuchtfeuer. Wir wollen jetzt aber da Richtung Riese mal aufbrechen. Uns das anschauen. Dieses Tal darunter gehen. Da. Ich habe jetzt mal versprochen, dass wir es machen. Mal einen Dunkelschmiedestand, da müssten auch langsam mal. So, hier haben wir ein paar Schimmerglühwürmchen. Also irgendwie ist es der Weg, aber irgendwie auch noch nicht.
ein verborgener Pfad voraus. Und der Gegner war auch eher lame. Hm, okay. Also die Richtung stimmt auf jeden Fall. Da oben muss man dann irgendwie weiter. Aber ich denke fast, dachte ich mir eh von Anfang an, dass man von oben rein muss. Ja, die Dinger, diese Selbstmord-Fuzzis, die machen halt unglaublich viel Schaden. Oh. Dann haben wir den Sumpf auch fertig. Will ich behaupten. Also hier irgendwo liegt der Drache, den können wir mal... Wie macht man eine Markierung hier irgendwo? Dann wollen wir hier oben, denke ich, weiter. Die Stadt bis... die Stadt bis zum Weg clearen, genau. Den Weg bis zur Stadt. So. Wäre es, glaube ich, sinnvoller. Genau, da unten war der Drache, den kannten wir bis dahin auch schon. Weil wir den schon mal hatten. Oh, scheiße. Ach du Kacke, ach du Kacke. Wenn ich mir manche Gegner nicht wieder gewünscht habe, die ich hier schon mal gesehen habe. Dann waren es die Riesenhunde und die Raben. Der ist auch noch so schnell. Oh, da ist ja noch einer. Irgendwie dachte ich, es gäbe keinen. Ach, es gibt keinen Fallschaden bei diesen Hochspringdingern. So gibt's schon Fallschaden. Okay. Ich werde dennoch wieder bei der Durchlauftaktik belassen. Diese Hunde. Jetzt soll ich es doch ein bisschen langsamer angehen und die töten. Nur so eine Überlegung. Die Hunde sind blöd, aber die gehen ja.
Aber wirklich scheiße sind ja die Raben. Dann versuche ich gerade einen Weg zu nehmen. Wo ich vielleicht mal nicht blind alle Gegner ziehe. Sondern nur die nötigsten. So war es, glaube ich, ganz gut. Das in Anführungszeichen nur der Rabe. Die Katakomben von Kaelid. Easy, der Weg hier runter. Wollen wir uns gleich so um die kümmern. Da gibt's wieder Skelette. Okay. Soweit so gut erstmal. Nein. Auch nein. Ey, da ist so ein Viech. Ich
So, wir haben hier von Mirandas. Was? Okay. Könnte ganz gut sein gegen jemanden, der super anfällig auf Gift ist. Der Hebel. Das ist ein schwacher Feind. Unerwartet das schwacher Feind. Na hoffentlich. Oh. Ach, tu ich schon wieder. Das eigentlich gar nicht lange durchhalten. Ich finde den immer gar nicht leicht mit seinem Blutungsschaden. Asche des Sprosses, der Fäulnis. Ah, so einer. Finde ich auch ganz cool. Keine Finger voraus, umso mehr Gott suchen. Unerwartet das schwacher Feind. Unerwartet, dass gar kein Item oder irgendwas auf mich gewartet hat. Aber okay. Wir mal wieder hier. Können uns hier wieder hinsetzen. Und dann war es das auch wieder mit dem Part von Elden Ring. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.